Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Final Fantasy 9. Wir werden uns den Boss einmal stellen. Und ja, wir wollen die Prinzessin retten. Schauen wir einfach mal, ich habe kurz davor gespeichert. Sicherheitshalber. Schauen wir einfach mal. Ich weiß eigentlich auch gar nicht, warum ich jetzt mit ihm kämpfe, aber... Ich weiß auch nicht, ob ich das noch habe. Sagen wir mal so, noch habe ich nicht richtig überlegt und überhaupt richtig spiele dieses Spiel. Für mich. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube nämlich nicht, dass ich das richtig spiele. Vielleicht hätte ich einfach nicht so viel herumprobieren sollen jetzt und hätte einfach nur ihn voll auf die Fresse hauen sollen. Also. Hätte ich ganz sicher so tun sollen. Oha. Gar nicht so schlecht, das hat sogar wehgetan. Geh schon und kümmere dich um die Prinzessin. Wenigstens ein bisschen Rücksicht, dass du ihr nehmen können. Aua. Respekt, sie dann. Ich habe die Tür zum kleinen Kammer aufgeschlossen. Den Rest überlasse ich dir. Welche Tür da aufgeschlossen? Seine. Bist du nicht zu alt, um mit Puppen zu spielen? Schweig, Kerl. Ich mache mir Sorgen um die Wohlergehen der Prinzessin. Das alles ist einzig und allein eure Schuld, weil ihr zwielichtigen Gestalten in der Führung planen musstet. Ich werde keine Gnade kennen, sollte der Prinzessin etwas zugeschossen sein. Reg dich nicht so auf. Ich hatte sowieso jetzt vor, die Prinzessin zu retten. Und ich könnte Hilfe gebrauchen. Wenn du mir versprichst, nichts rumzunerven, nehme ich dich mit. Also was sagst du? Solchen Diebesgesinnungen wie euch kann ich nicht trauen. Wer weiß, was ihr wieder im Schilde führt. Mach dir nicht ins Kettenhemd, die Entscheidung habe ich allein getroffen. Mit der Tante Luz hat das nichts mehr zu tun. Die Prinzessin retten, das ist alles, was ich möchte. Kann ich deinen Worten Glauben schenken? Wenn ich auch nur den geringsten Verdacht hege, werde ich dich an Ort und Stelle in zwei spalten. Dann ist ja alles gebongt. Hoffentlich bist du auch nützlich. Hast du verstanden? Auf gar keinen Fall habe ich dir verziehen. Ist ja schon gut. Nun gut, dann lass uns den Schwarzmagier fragen, ob er uns nicht auch seine Kräfte leiht. Vivi? So ist es. Die schwarze Magie vom Meister Vivi war gegen dieses Monster äußerst effektiv. Ich möchte ihn da zwar nicht unnötig hineingehen, aber es gibt die Prinzessin zu retten. Und dafür benötigen wir die Kräfte vom Meister Vivi. Gute Idee. Wir sollten ihn gleich fragen. Nicht geh raus da. Aber ja, den Zauberer zu
Selbst wenn du mal schaffst, ob es genau geht, um in die Ruhe zu kommen. Das ist schon keiner nach sie dann. Aber der Chef noch irgendwann so früh ins Gesicht, obwohl er verloren hat und so. Gut, wir starten den Plan. Aber seid bitte vorsichtig. Wir möchten, dass du auch mitkommst. Ich? Aber ich werde euch bestimmt nur ein Klotz am Bein sein. Mitnichten, die Magie vom Meister Vivi war äußerst effektiv gegen das Monster. Es hat eine weitaus größere Hilfe als diese halbe Version von einem Räuber hier. Aber ich traue mich irgendwie nicht, außerdem konnte ich mich auch vorhin schon vor lauter Angst kaum bewegen. Das ist für die Prinzessin. Und nicht nur für die Prinzessin, auch für das gesamte Königreich Alexandria benötigen wir eure Hilfe. Wenn du Verantwortung spürst, handle. Das ist doch das, was ein Mann ausmacht, oder Vivi? Na los, unsere Prinzessin gar nicht. Aus den Fängen der Monster zu befreien. Na gut, ich versuche euch nicht im Weg zu stehen. Wir stehen in eurer Schuld, Meister Vivi. Übrigens, Meister Vivi. Ja? Als ich euren gekonnten Umgang mit der Schwarzmagie sah, kam mein Gedanke. Magieschwert? Okay, ich werde es versuchen. Schauen wir nochmal rauf, ob der Chef da oben ist. Wer weiß, was sich alles im Wald erwartet. Sei so stets auf der Hut, Zidane. Was die Prinzessin betrifft, hast du jetzt völlig frei. Gott. Er sagt eh nur das Gleiche. Dann schauen wir mal, dass wir. Da waren wir drinnen, da waren wir. Da geht's runter. Da hinten waren wir, da waren wir. Das ist. Raus mit uns. Alter Angeber, hast dich total in die Kleine verschossen, was? Kann ein Mädchen in Not einfach nicht im Stich lassen. So bin ich nun mal. Was willst du nur für ein Hecht? Ich glaube, ein Frühstück kommt mir gleich wieder hoch. Aha. Dir passt es wohl nicht, dass ich mich mit Prinzessin gar nicht angefreundet habe. So ein Schwachsinn. Daran habe ich kein Interesse. Hier, nimm das mit, Zidane. Ich brauche doch keinen Liebestrank. Noch mehr Frauen und ich muss buchen. Das ist kein Liebeskrampf, Schwachkopf. Das ist die Medizin, die die Sporen abtötet, falls ihr wieder welche abbekommt. Na, wenn das so ist, dann sag's doch gleich. Hättest du mir eben bis zum Ende zugehört, anstatt Lösung zu sammeln. Und jetzt noch ein Hinweis vom Chef. Weißt du noch, dass du dich mit Abilities über dich im Kämpfen, auch wenn du die Tante losverlässt. Du wirst noch wesentlich stärker werden, wenn du lernst mit deinem... Gib acht, Bug. Wie willst du mich nochmal mit Abilities ausbringen? Was, das blickst du auch nicht? Wofür sagst du denn überhaupt, Mann? Unter Menü, bla bla bla, kannst du dir die entsprechende BD aussuchen. Geht klar, dann sieh mal zu, dass du hier nicht von den Hunden gehst, bleib. Hoffentlich muss ich deine Visage nie wiedersehen. Zum Aus und gehen die Karriere. Du bist uns immer willkommen, Zidane. Wenn du nur bei der Tante los bist, dann muss ich auch von dir Geld nehmen. Gesetz ist Gesetz. Brauchst du was? Kauf mich, kauf Potion. Oh. 3. Ja, wir haben 7, dass wir da 10 haben. Doch diese Puppe, oder? Anlegen. So, sie dann. Optimal. Anlegen. Optimal. Ja. Anlegen. Optimal. Ja. Ability. Benutzen. Der hat keine Anlegen. Check ich einfach noch nicht. Wurscht, Ability da. Benutzen. Feuer. Ability ist es bei ihm. Und tschüss, anlegen. Ability, anlegen.
Gut, das überweise ich noch nicht ganz, aber ist ja eigentlich auch wurscht. Gut, wir haben unser Team zusammen. Das war jetzt eine eher kurze Folge. Aber ich speichere trotzdem nochmal. Und dann machen wir uns auf die Suche nach der Prinzessin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie gesagt, bei der nächsten Folge wird es hoffentlich wieder mehr Action geben. Vielen Dank und Servus.